Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit der Trophäe. Gemeinsam seid ihr ... von Mittelerde Mordos Schatten. Und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr einem Hauptmann helfen, eine Rekrutierung erfolgreich abzuschließen und dann danach alle töten. Als erstes braucht ihr einen Hauptmann. Entweder ihr habt schon einen Befreundeten oder halt einen, der euch gehorcht, oder ihr besorgt euch einen. Ich mache gerade so eine Mission, so eine Machtprobe-Mission, keine Ahnung, auf jeden Fall mache ich die nur um den Hauptmann. Danach zu beherrschen und zu einem von meinen Hauptmännern zu machen. So, auf jeden Fall killt ihr den nicht, sondern ihr schaltet den nur so weit aus, dass ihr den beherrschen könnt und zu einem von euch machen könnt. Ja, ich hab noch schnell den ausgeschaltet. Also jetzt greift den und dann entweder tut den gleich beherrschen oder tut ihn davor noch erst brandmarken. Ich habe ihn jetzt erst brandmarkt. Ihr könnt aber auch erst oder gleich X drücken oder A bei der Xbox. Auf jeden Fall jetzt beherrschen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr den... auf einem eurer... also auf irgendeinen Häuptling loshetzen. Oder das heißt dann nicht loshetzen, sondern nicht verraten, sondern er will dann zu einem von denen seinen Leibwächtern oder irgend sowas werden. So, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt habe ich leider eine Machtprobe bekommen, leider verloren. Manchmal entweder man bekommt eine Machtprobe oder man bekommt eine Rekrutierung. Ich habe jetzt leider Pech gehabt. Und schließt die Machtprobe schnell ab. Also wenn ihr jetzt Glück habt, habt ihr beim ersten Mal gleich eine Rekrutierung. Wenn ihr Pech habt, dann habt ihr irgendwas anderes. Wenn ihr Pech haben solltet, dann schließt einfach die Machtprobe ab und greift in euch nochmal. Und hofft, dass ihr dann eine Rekrutierungsmission bekommt. Also das zeige ich jetzt wieder nur der Vollständigkeit halber. Einfach nur schnell die Machtprobe für den abschließen oder dem helfen. Bums. Und schon erledigt. Und jetzt könnt ihr zu dem Vogel hin und den nochmal beherrschen. Und ja, am besten werdet ihr nicht angegriffen. Dann läuft es auch besser und geht schneller. Ist mir total egal, was ihn erledigt hat. Und jetzt befehligt ihr den nochmal. Und diesmal dürft ihr den nicht auf den gleichen losschicken, sondern auf irgendeinen anderen. Der kann auch euch unbekannt sein. Weil der will jetzt von irgendeinem anderen der Hauptmann oder der Leibwächter werden. So, und die Mission, schauen wir mal. Ja, ich habe Glück gehabt, das ist eine Rekrutierungsmission. Die müsst ihr jetzt abschließen. Und danach dann einfach alle töten von ihm. Und das war's dann eigentlich schon. Also ein relativ einfacher Erfolg. Ich starte die Rekrutierung, mach die schnell. Und ich habe schon die Fähigkeit, alle meine Freunde oder alle meine Urks, die mir gehorchen, mit einem Schlag zu töten. Wenn ihr die Nonne habt, schaut mal, ob ihr die schon freischalten könnt. Wenn nicht, müsst ihr die halt danach totschlagen. Ich gehorche niemandem. So, und jetzt bei der Rekrutierung müsst ihr dreimal jeweils vier von den gelben Uruks töten. Und alle anderen Uruks, die drumherum stehen, werden dann seine Gefolgsleute. Das Einzige, worauf ihr aufpassen müsst, ist, dass euer Typ nicht stirbt. Ich glaube, ja, ihr habt alle Rekrutierungsmissionen gemacht. Und am besten, ihr macht es nicht so wie ich, weil ich laufe hier rein und dann lege ich mich mit den Uruks an, die danach verbündet werden sollten. Aber die greifen mich dann an und dann, ja, ist es ein bisschen durcheinander und dauert länger und, jo. Bleibt ein bisschen weg,
Es gibt auch verschiedene Gebiete, wo Rekrutierungen stattfinden können. Ich habe jetzt hier relativ schlechten Platz erwischt. Und jo, jetzt hier ist die zweite Gruppe von den Gelben. Ja, und jetzt greifen mich alle anderen auch noch an. Bis auf halt die schon rekrutiert worden sind. Aber ihr müsst nur die ausschalten, die wirklich so gelb sind. Das war schon die zweite Gruppe. Jo, und da sind schon, ist die letzte Gruppe der Gelben, also mit dem gelben Punkt. Und wenn ihr die Geistervision oder das Geisterteil anmacht, seht ihr, dass die so ein bisschen gelblich sind. Und die müsst ihr jetzt alle ausschalten und dann habt ihr die Rekrutierung schon erfolgreich abgeschlossen. Bei mir zögert sich das jetzt alles oder zieht sich alles in die Länge, weil ich mitten im Gefecht bin und nicht mit allen anderen auch noch angelegt habe. Da, jetzt habe ich meinen eigenen verwundet, aber das ist egal, der hat noch ewig genug Leben. Die letzten paar Gelben töten. So, das muss der letzte gewesen sein. Und jo, die Rekrutierung gelöst, die war erfolgreich. Jetzt ist er wieder ein Leibwächter von dem anderen Typen. Ist aber egal, weil jetzt erbringt ihr den gleich um. Also entweder ihr schlagt den tot oder ihn tot und alle seine Gefolgsleute, alle seine Rekruten. Am besten fangt ihr, wenn ihr das die Fähigkeit noch nicht habt, mit den Rekruten an und macht dann als letztens ihn selber. Oder ihr benutzt diese Fähigkeit, alle auf einmal töten. Jo, und damit kommt er den Erfolg bzw. die Trophäe. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.